Hallo, hier bin ich wieder, euer Lenz. Und wie schon ab und zu habe ich jetzt im Augenblick 100.000 genau auf dem Konto. Weil ich ja zurzeit, wie jetzt bei den Toten im letzten Video oder in einem der letzten Videos, hier jetzt mal auschecken möchte, wie viel uns eigentlich an Nebenkosten so in GTA berechnet wird. Das ist nämlich meiner Meinung nach ein ganzer Haufen. Also, das Wichtige dabei ist, dass ein Tag in GTA 48 Minuten beträgt. Nämlich jede Stunde ist 2 Minuten lang. Und nach 48 Minuten erfolgen dann die entsprechenden Abzüge. Ja, das heißt, dass wir jetzt hier im Grunde genommen 1 Stunde totschlagen müssen, um zu sehen, was einem berechnet wird. Ich muss dazu sagen, dass ich volle Garagen habe. Ich habe die maximale Anzahl von Garagen. Schaut mal her, wenn ich meinen Mechaniker anrufe. Through to your garage. You Dann need me to sind bring your hier ride? alle möglichen Garagen da und sehen dann einfach dementsprechend auch voll aus. Na? Also hier, ihr seht, die ganzen Garagen haben eigentlich ganz schön viel verschiedene Fahrzeuge drin. Na? Und dementsprechend werden einem natürlich auch I'll get back to it then. Kosten berechnet. Außerdem habe ich, wie ihr ja im Hintergrund seht, einen Motorradclub, einen das sehen wir hier auf der Karte. Außerdem habe ich hier den Hangar, hier drüben die Basis. Hier drüben den Bunker, hier drüben die Firma mit 2 Lagerhäusern, nämlich hier und hier. Das sind beides mittlere Lagerhäuser. Und hier einer Import-Export-Fahrzeuggarage. Also ich bin auf Deutsch ganz schön ausgestattet. Und dementsprechend muss man einfach sehen, werden mir natürlich die Kosten berechnet. Und ich zeige euch dann auch entsprechend Tricks, wie ihr das vielleicht reduzieren könnt. Ein wenig zumindest. Und ich möchte eben dadurch zeigen, dass eigentlich GTA richtig, wenn wir es auf 2 Stunden pro Tag begrenzen, unsere Spielzeit sogar, also beziehungsweise 2 Spieltage, das sind dann ein bisschen mehr als 1,5 Stunden, wie viel uns das in Scharcards umgerechnet eigentlich kommen würde. So, jetzt muss ich natürlich dementsprechend hier eine Dreiviertel oder eine, ja, fast eine Dreiviertelstunde um die Ohren hauen. Das ist natürlich ein bisschen langweilig für euch und wir sehen uns kurz davor wieder, wenn die Abzüge gemacht sind. Also, ich zeige es euch nochmal. Ich habe hier 100.000. Ich werde das dann kurz vor den Abzügen euch nochmal zeigen. Okay, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und demnächst müsste es jetzt eigentlich soweit sein, dass wir die Abzüge bekommen. Bin schon gespannt, wie viel es ist. Und ich werde dann gleich übergehen, euch zu zeigen, welche Tricks man anwenden kann, um das ein wenig runterzubekommen. Es ist eigentlich ist der beste Trick, kauft wirklich nur jetzt noch das, was sich wirklich lohnt. Und das ist nicht mehr viel. Also am meisten lohnt sich der Bunker und die Import-Export-Garage meiner Meinung nach.
ein bisschen noch die MC-Sachen. Aber da ist zum Beispiel es so, dass früher sehr viel auch für Glitches die Kokainfabrik genutzt wurde und die dann sowas von runtergerechnet wurde, dass die unrentabel jetzt fast schon ist. Außerdem solltet ihr versuchen, so wenig wie möglich Garagen eigentlich zu nehmen. Und das ist natürlich schwer, weil ich denke, wir alle haben GTA vor allem deswegen, weil wir die ganzen Autos so cool finden. Und dann ist es natürlich hart, sich da zu beschränken. Was ihr außerdem machen solltet, ist dann zu selektieren, welche der Geschäfte ihr wirklich im Augenblick macht. Weil es kann natürlich sein, wie jetzt zum Beispiel nach dem letzten DLC, fängt man natürlich erstmal an, nur noch in der Basis zu arbeiten, um die ganzen Missionen und Versorgungsmissionen dafür zu erledigen und macht eigentlich überhaupt nichts mehr in seiner Motorrad. In seinen Motorradfirmen. Wenn ihr das so habt, solltet ihr in dem Augenblick auch unbedingt eure Geschäfte einstellen. Na, jetzt verrate ich ja sowieso schon, was ihr macht. Wie das geht, das zeige ich euch dann noch, aber ich will ja jetzt noch, dass wir die hohen Abzüge bekommen. Deswegen sind im Augenblick meine ganzen Geschäfte aktiv, eventuell nicht diese ganzen Lagerhallen. Es könnte sein, dass ich die auf inaktiv gerade gestellt habe und jetzt nicht mehr aktiviert habe, weil die hasse ich inzwischen sowieso. Weil die ganzen Missionen sind sowas von daneben. Die mag ich einfach nicht. So, jetzt habe ich wieder woanders geschaut und schon mal Ring unter. Das Schöne ist natürlich, wenn man das schafft, diese Firmen auf inaktiv zu stellen, dass dann wirklich es möglich ist, nicht mehr dafür abkassiert zu werden. So, jetzt muss es doch endlich soweit sein. Wie ihr seht, versuche ich hier gerade einen kleinen Glitch zu machen, nämlich den mit dem Sand King, dass der an der Stelle von vor diesem einen Autogeschäft spawnt. Da habe ich aber euch, müsst ihr in meinen Videos sehen, einen viel besseren Glitch für den Sand King, für den aufgemotzten reingestellt, der immer funktioniert. Weil der hier, der ist einfach sehr, sehr langwierig und mühselig. Oh yeah. Das war wieder gut. Ha? Am schlimmsten, und das schaut euch das Video an, was ich hier verlinkt habe, ist natürlich im Augenblick das, dass es umgestellt wurde, dass uns inzwischen Kosten immer für jeden Tod berechnet werden, selbst für den Selbstmord, wenn drin steht, er würde nur 0 Dollar kosten, wird er uns ja inzwischen mit 500 berechnet. Das ist eigentlich ziemlich hart und happig, dass wir da abkassiert werden und vor allem, dass hier falsche Angaben gemacht werden von wegen 0 Euro. Und viele der Challenges, die ja eben in der Community laufen, wie das mit den Fallschirm knapp öffnen und so weiter, natürlich immer zur Folge hat, dass man öfter stirbt. Und wenn man dann jedes Mal 500 Euro, Dollar, ich sag immer Euro, entschuldigt mal, jedes Mal 500 Dollar zahlt, dann werden die ganz schön teuer. Vor allem, wenn man sie dann nicht gewinnt. Nur außer Spesen nichts gewesen. So, die Kosten, die Miete lässt auf sich warten. Und der Sand King auch.
Aber im Augenblick ist lustigerweise auch dieser Fahrradfahrer nicht hier sichtbar. Ob das mit dem Wetter nur zusammenhängt, glaube ich jetzt nicht. Weil der war eigentlich bei jedem Sturm und sonst was bisher da. Wenn man ihn braucht, findet man ihn. Denn wir haben jetzt kurz vor 12, also so ab 12 ist immer eine gute Zeit für Spawnen, deswegen nimmt man ja auch die Missionen, wo 12 Uhr gefixt ist. So. Kontrollieren wir nochmal. Also ich habe ja euch versprochen, wir haben noch immer unsere 100.000 auf dem Konto. Wie viel da jetzt dann übrig bleibt. So, ihr seht, es ist soweit. Die Kosten werden abgezogen. Da haben wir 600 für den Mechaniker. 3.775 für die Immobiliennebenkosten, dann 300 für den Assistenten und 9.400 für die Bunker-, Personal- und Geschäftskosten. Oh, schaut, hier. Wir haben nochmal Geschäftskosten bekommen. Entschuldigung. Jetzt sind wir nur noch... Wir haben insgesamt $25.000 berechnet bekommen. In einer Stunde. Weil nämlich der... der Motorradclub ja uns auch noch berechnet wird. Das habe ich jetzt glatt übersehen. Also, ihr seht... 10.800 Immobiliennebenkosten, 9.400, minus 300, minus... Es ist gewaltig, was wir hier eigentlich an Kosten abgezogen bekommen haben. Es sind eigentlich $25.000 pro Stunde. Ne, pro GTA-Tag. 25.000 alle 48 Minuten. Na, zieht euch das rein, ich rechne es gerade aus. Das sind 37 Euro oder 14 Euro im Monat. So schaut's aus. Dankeschön. Ciao. So, was kann man jetzt machen, um diese Kosten zu reduzieren? Und zwar kann man da Folgendes tun. Ihr begebt euch... in euren Bunker. Wären es über 20 Euro, was uns hier an Nebenkosten die ganze Zeit von Rockstar abgezogen wird. Das ist ganz schön heftig. Was könnt ihr jetzt dagegen machen? Ihr könnt hier in den Bunker zum Beispiel gehen und sagen, Arbeit anhalten. Na, damit wird hier nicht mehr produziert. Die Arbeiter stellen dann die Arbeit ein. Und ihr kriegt keine Personalkosten während dieser Zeit mehr berechnet. So könnt ihr dann doch relativ stark eure verschiedenen Geschäfte runterfahren.
Das geht auch zum Beispiel in den ganzen Firmen vom MC. Also, wenn ihr jetzt hier, fliegen wir mal zu einer dieser Firmen hinüber. Zurücktreten. Solange ihr Vorräte in einer Firma habt, könnt ihr nämlich immer diese Arbeit einstellen, die Produktion stoppen. Soviel ich weiß, ging das nicht mehr, wenn keine Vorräte vorhanden sind. Na, und schon werden euch für diese Firma keine Kosten mehr berechnet und ihr kriegt auch diese lästigen Anrufe nicht mehr die ganze Zeit. Das müsst ihr dann aber für alle Firmen machen. Für was es natürlich nicht geht, sind eure Import-Export, also bei Import-Export-Garage meine ich nicht, also die ganzen Garagen. Bei Import-Export-Garage bin ich mir nicht sicher, da hängt es immer davon ab, wie viele Autos ihr wahrscheinlich innen drin stehen habt. Na, also ihr müsst dann... eben alle Betriebe einstellen und schon habt ihr keine Kosten mehr. Es gibt dann noch zwei andere Tricks, die aber teilweise zu Problemen führen. Das eine ist, und das ist natürlich schwer zu berechnen, dass ihr rechtzeitig, also alle halbe Stunde, spätestens alle 40 Minuten die Lobby wechselt. Sobald ihr eine Lobby wechselt, werden euch diese Kosten nicht mehr berechnet, die ja alle 48 nur, wenn ihr durchgängig in einer seid. Also hier geht es anscheinend doch, dass ich die Produktion stoppe. Und natürlich dann dementsprechend das nächste Mal, wenn ich hier reinkomme, niemand mehr da ist. So. Das kann ich bei den ganzen, meinen ganzen Unternehmen so Stück für Stück durchziehen. Schon habe ich weniger Kosten, aber am besten, ihr geht einfach und wechselt immer wieder alle 40 Minuten die Lobby. Das ist sehr schwierig. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, die verschiedenen Missionen macht. Und da könnt ihr dann höchstens Folgendes machen, dass ihr eurem Zweitcharakter das ganze Geld in die Hand gebt, sodass ihr selber eigentlich kein Geld mehr habt. Ihr müsst dann aber genau berechnen, für die Teilnahme an Missionen werden euch zum Beispiel $200 berechnet. Also bei vielen der Kontaktmissionen zum Beispiel oder Captures. Genauso bei anderen müsst ihr natürlich erstmal die 65.000 zahlen. Dieses Geld müsstet ihr euch dann dementsprechend erstmal geben oder die Mission anfangen und dann wieder rausgehen. Das kann natürlich auch ganz schön schwierig sein. Auf alle Fälle ist es doch mal interessant zu sehen, dass hier Rockstar uns eigentlich ganz schön gewaltig abzockt. Und wir hier mit 8 bis 20 Euro abkassiert werden. Na? Also, ich hoffe, das Video war für euch informativ. Und lasst mir doch einen Like da. Also ihr könnt die Kosten reduzieren auf 4.700. Das wären dann höchstens 7 bzw. 2,50 Euro.